Wildes Kind. Ja, ja, boah, ich bin ich. Yeah. Born free and wild. Oh, ich wünsche mir immer, dass ich immer noch da gerade rauskomme und keiner mich geprägt hat und eingeengt hat und formiert hat und alles. Ich versuche euch diese Purity, diese primären Instinkte. Das ist alles, das ist verloren gegangen. Echt. But I know that when I start, something will come, but every time I don't know what is coming. But just I trust my feeling. Das war mein Lieblings. Ja, ich hab den auch direkt in der Mainplay. Nicer Typ. George, großartig. So, to me, this one is like a recalling of this, of the natural, also the natural instinct of human being. The natural instinct that will make him go to the nature, because you, in the nature you never feel empty or this kind of thing, you never feel depression or everything like this. You are in your own habitat, which is your own natural habitat, then you feel like this. So this is a barefoot but with five fingers, like the human. It's part of human, the connection between every living being. Then these five fingers to show that there is something between animals and human. They are not far away. Wollen wir es mal beantworten? Ich würde mal sagen, lass uns das mal gemeinsam an, ich muss mich dringend mal kacken. Das ist doch ein Urmensch. Letzte Vollmond im Frühling. Also ich merke es nicht spannend. Es ist ein bisschen. Es ist kühler geworden. Ja, ja. Aber gestern Nacht bei uns im Schlafzimmer haben wir auch kurz gedacht, wie junge Vater. Der nächste, die Terze, oder ich finde. No, S. Das ist halt unter dem B, also. Das würden wir gerne machen. Würden wir gerne wieder ein paar Pferde kaufen. Wieder los. Ja, wir haben jetzt so schon Portugal die Richtung, weil wir ja Leute kennen noch, die haben gesagt, könnt ihr stehen und bei uns sein und so. Und dann kommt mit der David, der ist ja gerade in Griechenland, gell? Der ist auch schön. Und wie lange ist geplant? Für was? Wie lange wollt ihr unterwegs sein? Ja, für das ist ja unser Leben.
Was war sein Problem? War jetzt was? In den ersten Takes hat er noch ja gemacht und bei dem Das, was er will, ist ja. Was gibt's hier zu jagen, Abel? Wildschweine. Okay, ich stimme mal kurz hoch, ja? Ja, ist ein bisschen zu hoch, ne? Was ist das eigentlich für erotische Sachen? Ich gehe morgen keine Sau am Strand. Ich gehe in die Höhle und setze mich da hin. Keine Sau. Der Typ kommt, sagt, die Bullen sind vorne, die räumen wieder mal. So, ja, das ist mich auch nicht. Ich habe mein Zeug im Büschen versteckt, so, mich finden sie nicht. Und der Typ kommt rein und Augen zu, zack, aus. Und er spielt die Höhle mit Ditch. So in jeder Corner. Das fließt durch mich. So, ich drifte weg. Mache die Augen wieder auf und vorne am Cliff kommt ein Dreimaster schon noch vorbei. Hm. Altes Teil. Also wirklich, Kreuz gegen Wind, weißt du, und zieht da so schön vorbei. Ich wusste nicht, wie man geht. Ich springe auf und sage, hier bin ich, ey! Ich sage, nehm dich mit! Oh, ich wollte einfach nur auf diesen Schoner und dann irgendwo hinfahren. Oh. Einfach. Fett. Nee, ich bin selbstständig, genau, und bin in Deutschland gemeldet mit meiner Firma, komme hierher, verdiene Geld, also arbeite für mein Geld, zahle für das Geld viel Steuern. Und dann, wenn ich genug zusammen habe, steige ich wieder in meinen Bus und fahre weg. Und das möglichst lange, bis das Geld alle ist. Hausmeister Phil im Foto des Floor Main Lift, da machst du. Ja. Das brauche ich, das habe ich noch nicht geil. Zum Beispiel. Achso, gut. So, the wisdom is like a shield to the people, I don't know, to the people who follow the inside calling of themselves. Dann bin ich 99 weg, mit Pferd und Hund. Dann weiß ich wieder nehmen. Und dann 2009 habe ich, kannst du nicht noch zu voll, wollte wieder nach Deutschland zurück, habe Pferd Esel gepackt, meine Tochter, die 4 war. Kam dann jetzt 2009 im Oktober an. Für den Winter. Und der Winter ist lange. Klatschkuh, ey. Ja, da zwitschern die Augen. Ja. Da haben sie mit 34 Jahren und es war so eine krasse Erkenntnis, dass das Leben so endlich ist, dass wir danach gesagt haben, jetzt schreiben wir alles, was wir so mal machen wollten, auf eine Liste und gegenüber einem Hahn.
Es ist nie zu spät für geiles Essen. Warum? Weil ich gerne koche. Ja, perfekt. Mal reingucken. Kuschelwiese. Hier ist El Elefante. Aha. Hier. Da ist immer Onboard. Was braucht man noch? So wichtiges Kühlschrank. Hinten so ein bisschen eine Spüle mit einem Boiler unten drin. Was zum Kochen. Praktisch Wasser, Abwasser, Boiler. Für manchmal warm Wasser braucht es aber braucht kein Schwein. Jetzt noch schön ruhen lassen. Ich habe für den 7 Jahre ohne Strom, Wasser, Gas gelebt. Das ist sogar schöner, ja. Für mich ist es fein. Aber dann wird man wenigstens mit dem beschäftigt, was wichtig ist. Ja. Wenn Strom hat, dann gibt es einen Computer. Jetzt hat Emma mal hat irgendwie von der Freundin Netflix. Ja, da kann man schön Serien gucken. Ja. Da macht nichts mehr anderes. Ja. Ich will dann auch vom Land leben, sozusagen. Also, wenn wir Kinder auch beibringen, sie sich von der Natur, mit der Natur zu leben, im Einklang respektvoll umzugehen. Ich bin ein wildes Kind, weil ich Wildnis bin. Immer da, solange es schön ist. Sich gut anfühlt. Also unabhängig, wir wollen nur keine Grenzen setzen. Weißt du, wenn wir jetzt nach Frankreich fahren und uns gefällt es so gut, dann sind wir und uns gefällt 10 Jahre gut, dann werden wir 10 Jahre gut. Versucht das jetzt mal hier drin aufzunehmen. Der Ton ist immer noch zu sauber. Wir müssen irgendwie. Ich habe da mal jetzt hier ein paar Gerätschaften noch reingestellt. Mal gucken, ob das hinhaut. Genau. Moin, ich stecke fest. Mir geht's gut, ich bin auch gerade am Basteln. Ich bastel gerade an zweiten und dritten Stimmen für wilde Kinder. Ach, cool. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann hier so fürs Leben im Wald. Ich so Spaten, so zum Grillen und Zeugs halt. Gerade dabei. Ja, und was braucht man? Klamotten? Eigentlich nicht viel. Hier ist das Wichtigste eigentlich hier. Ah ja. So, ja. Klar. Bierchen. Ja. Oh, was haben wir noch da oben? So Kondome. Latex und Latex frei. Muss ja vorbereitet sein heutzutage. Das ist das Höchste der Welt. Also muss ja ist ja. Oh, weia, oh, und hat mal wieder was Schönes gekocht? Ja. Meine japanischen Ramen. Ramen muss man heißen. Wärst du heute da, dann würde ich dich natürlich einladen. Was? Das ist doch das von Swirp. Was? Nee. Ich mache mir jetzt auch noch so einen Teller. Sensationell. Thank you.
Toilette gegangen, früh in der englischen Schlange über dem Klo, das habe ich aber gar nicht mitgekriegt. Gefühlte Ewigkeit. Ist es schon zu lang? Es kann nie lang genug sein. Viele, viele sagen auch immer, das ist irgendwie so, jetzt mit zwei Kindern könnt ihr doch nicht mehr reisen gehen. Ich finde, das Reise ist viel einfacher, wenn man Kinder hat, als wenn man einen Alltag eben hier lebt mit Kindern, weil die Kinder so viel reglementiert sind und unterdrückt und so wissbegierig auch und du kannst dieses Wissen hier gar nicht richtig decken. Aber wenn du einmal am Meer bist oder ja, im Dschungel oder da gibt es ja so viel. Na, Volk? Ja. Wie ist es? Ich hab's nicht erwartet, das war so hoch. Könntest du noch ein bisschen Gain aus dem Bass rausnehmen? Das wäre cool. Ja. Wie ist sonst? Na, jetzt ist entspannt. Also gestern bin ich fast 20 Kilometer gewandert, irgendwie so ein Höhenpfad. Auf fast 2000 Meter hoch. Das war relativ anstrengend, aber sehr, sehr geil. Na denn, wenn noch mal was sein sollte, rufe ich einfach noch mal an. Erstmal ein bisschen arbeiten. Feststellt, dass Malochen nicht alles ist, ist das schon ziemlich gut. Ne? Und dann noch den Arsch in der Hose halt das durchzuziehen. Ja. Im Grunde musst du bloß eins machen, du musst dich einfach nur von der Angst verabschieden und dann ist das Leben schön. Ne? Und Angst kriegst du ja jeden Tag eingebläut. Aber jetzt, das System funktioniert erstmal so. Ganz basic und alles recycelt. Da habe ich mir Gedanken gemacht, wie es halt am besten funktioniert. Wie kann man aus so einem kleinen Auto für vier Leute trotzdem eine Wohnung schaffen? Oder möchte es auf jeden Fall anders machen. Das ist mein ganzes Leben schon verwurzelt. Mir nicht immer sagen zu lassen, das musst du machen, das musst du machen, das musst du machen. Manche Sachen kann man sich eben auch annehmen. Sagen, ja, das stimmt schon, da haben sie recht. Manches kann man auch verbessern. Das ist die Idee auch, ne? Also sich selber zu sehen und sich selber aufzuräumen. Schon als ich klein war,
war das Schönste für mich, irgendwie draußen zu sein, unterwegs, neue Plätze zu kennenzulernen. Anstrengend, schweißtreibend, nicht bequem. Das ist geil. Alles sehr entspannte, durchgeknallte Menschen mit unheimlich viel Weitblick, die letztlich auch keinen Bock mehr drauf haben, sich vom System vorschreiben zu lassen, wie sie existieren müssen und wie nicht. Ne? Das ist ganz einfach. In Australien haben wir zum Beispiel sind wir zur Ruhe gekommen. Da haben wir 3 Jahre in so einem, komplett 3 Jahre, also mitten im Dschungel gelebt, ohne Wasser, ohne Strom, also nur mit Regenwasser, nur mit Solar. Wir hatten eine Autobatterie für eine Lampe. Weißt du, bist du früh aufgestanden, hast dein Frühstück gepflückt. Ich meine, klar, jeder muss das für sich entscheiden, aber für uns fühlt sich das gesünder und besser an. Wenn ich dann hier wieder rausgehe.
muss da erstmal mir hier so einen einsamen Keller suchen und mich hier verbarrikadieren, weil da draußen hast du das Gefühl, die Menschheit ist einfach verrückt geworden. Da kann man einfach nicht in Ruhe arbeiten, weißt du? Naja, vielleicht nicht nur Kartoffelchips essen, sondern auch mal ein bisschen was Ordentliches, wo ein bisschen was drin ist. Hallo. Gott ist mich sehr einfach darzustellen. Nicht. Jetzt musstest du das mal ausmachen. Entweder eine Gibson Les Paul oder einfach eine schöne... Das sind die einfachen Dinge. Geil, Platte ist fertig. Lendenschmerz, was brauchst du? Ich kann Geld und nackte Weiber. Ja, und dann habe ich gedacht, jetzt willst du noch mal irgendwas schaffen, erschaffen, sehen, was du tust. Jetzt bin ich im horizontalen Gewerbe. Hä? Ja, also ja. 3 Tage der Woche. Ja. Für gutes Geld. Nee, ich organisiere nur. Ach so? Ich schicke so Trupps, weißt du, teilweise, das sind 8 Leute, wenn du da die Zähne zusammennimmst, dann kriegst du noch nicht mal ein ganzes Gebiss beieinander. Ein Drittel der Leute hat kein Nasenbein mehr. Und dann sagt er, hier, weißt du was, regeln kannst du doch, oder? Also ich, ja. Ja, dann probier mal aus. So. Das ist ein schöner Ausgleich. Also ich gebe ja meinen Kram nicht dran. Ja, einmal hat er den Termin platzen lassen, nächstes Mal kam keine Antwort. Also das, vielleicht fasse ich da auch nochmal nach. Aus dem Keller. Als Mutter schlief auf leisen Sohlen, hab ich den Schlüssel ihr gestohlen. Kein Blick zurück, kein Abschiedswort. Der Hans und ich, wir waren Bist du ein wildes Kind, Chris? Ein böses. Ja, los, komm hier. Auf was trinkt man? Nicht ohne Sinn. Na, dein Kopf. Achso, ja, stimmt. Das erste Mal Sex hatte. Das war auch ein Reiterkonzert. Das ist jetzt Quatsch. Doch. Wirklich? Ja. Und nach der Wende, wo bist du dann zum ersten Mal, dass du frei dich entscheiden konntest, wo du bist? 6 Monate. Ich wusste noch nicht mal, wo das liegt, aber das klingelte so im Kopf und dachte, das ist wichtig, das muss man machen. Außerdem wusste ich, das ist der Ort, der am weitesten von Deutschland weg ist. Mhm. Und das war auch ein Grund. Weil ich tanke hier war. Da habe ich meine Kreditkarte verloren. Did your friend exchange money there? Yeah. Yes. It's very bad. The stupidest idea ever. Wir beklauen nachher hier ein paar Banker. Und meine Kreditkarte ist tatsächlich von einer Elster gefunden worden. Ja, die Elster, da war so eine Tante, die hat im Haustag gewohnt hier so. Ich sage normales Auto, nur 3 Etagen draufgebaut. Das ist dort relativ gängig. Und die Elster hat ja meine Kreditkarte in ihrem Nest. Pitti Platz oder Moppi? Auf jeden Fall Pitti Platz. Ein Held. Schon alleine die Haare. Du warst bei den Aborigines. Auch, ja. Ja. Gab es da irgendeinen Moment, wo du von erzählen wollen würdest? Also ich könnte einen Haufen Storys erzählen, wo die Leute hinterher sagen, da bist du verrückt oder was. Weil es außerhalb der Wahrnehmung und der Vorstellungskraft liegt. Mhm. So ist es halt. Aber die Welt ist viel größer und viel bunter, als die meisten Leute annehmen. Es ist eigentlich auf der Bühne. Siehst nicht. Licht in der Fresse.
heißt, glaube ich, Oberförster innen. Da bekommen auch viele, viele historische Zitate zum Thema Freiheit, die bekommen auf einmal nochmal so eine ganz andere Prall. Der Künstler hat, glaube ich, so ein bisschen seine Grenzen aufgezeigt gekriegt, oder? Das sind wenigstens mal richtige Gläser. Jetzt wisst der Körper, oh, okay, er macht weiter. Ja. Was ist jetzt los? Doch noch nicht vorbei. Russland? Oh. Stop!